Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Space Bricks. Heute gibt es Episode 2, Part All Party, Armored Assault Tank, mit epischer, bassiger Stimme. Wir haben hier 20 Mal die 75283, ein wunderschönes Set, hat die UVP von 40 Euro, kriegst du hin und wieder auch mal mit einem guten Rabatt. Letztens bei Amazon, ich glaube 24 oder 25 Euro das Stück habe ich bezahlt, ein Top-Deal, und ich habe das Set jetzt insgesamt 20 Mal bei mir liegen und möchte gerne hauptsächlich Ahsokas Clone Trooper ein paar Mal haben und die Battle Droiden. Zu denen haben wir auch unseren hauseigenen Bricklink Shop, und ich hatte einfach mal immer mal Bock, so ein Set, so ein größeres Set in größeren Mengen mal auszuschlachten, die Teile einzustellen und zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich mache ja auch hier gerade ein bisschen erste Erfahrung mit Bricklink, was funktioniert, wie man das organisiert. Und das machen wir. Und wir schauen erstmal einmal ins Set hinein. Wir haben nun die drei Tüten einmal vor uns aufgebreitet, zusammen mit der Anleitung und dem Sticker. In der ersten Tüte finden wir wieder Ahsoka Tano, dann auch noch ihren Clone Trooper 232. Legion. Die zweite Tüte hat so ein bisschen Kleinteile und Kleidung. In der dritten Tüte die Droiden, jeweils noch mit ihren Waffen, halt die Anleitung und dann noch den Sticker. Der Sticker wird, glaube ich, sich auch einigermaßen gut verkaufen, zumindest so die Hoffnung. Und das Ganze schlachten wir jetzt aus. Das heißt, erstmal werden alle Sets geöffnet und dann gehen wir Bauabschnitt für Bauabschnitt durch mit den Tüten, sortieren die Einzelteile und danach sortieren wir sie später in den Shop ein. Dabei viel Spaß. Nun haben wir hier einen schönen und prachtvollen Anblick. Insgesamt die 20 Sets aufgesplittet, jeweils auf die drei Bauabschnitte sortiert. Patrick nimmt jetzt gleich einmal den Bauabschnitt 3 vor. Ich fange an mit Tüte 1. Tüte 2, schauen wir mal, ob wir die heute noch schaffen. Und allein das hier ist doch schon mal ein Hammeranblick. Die ganzen, jetzt ist der Akku alle. Aber ich hoffe, der andere hat geladen. Wie heißen die nochmal? Das da, ich glaube, das ist einfach Slope. Ja, Curve Slope. Und dann hier die ganzen Sticker, das ist ja auch schon cool. Ja, und jetzt kriegst du gleich Tüte 3, Abfahrt, und ich leg los mit Tüte 1. Und dann schauen wir mal, wie entspannt wir den Kram wegsortieren. Wie viel Bock hast du? Aber richtig viel. So viel Lego, das kann nur gut werden. Ja, also auch richtig motiviert. Ich habe noch nie so viel ausgepartet. Also 20 Stück ist schon mal eine Ansage. Ich bin mal gespannt, ob du hier so ein Misprint drin hast. Ja, da das immer, ist. Da war ich ja immer gespannt bei den 501st Sets. Ich habe da ja bestimmt 60. Gehofft die ganze Zeit. Immer, jedes einzelne. Ich habe nie einen gefunden. Mir gibt es Leute, die haben sich so ein Pack gekauft und finden das Gemeinheit. Das ist halt immer 50-50. Ne? Ja. So ist das. Hey!
get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nun habt ihr, wie ich finde, drei richtig coole Timelapses gesehen. Leider ohne Zwischensequenzen, wo ich die Teile Highlights vorstelle. Die sind leider verloren gegangen. Die ganzen Aufnahmen sind über 3-4 Monate alt. Und ich komme jetzt erst zum Schnitt des Videos. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum nächsten Step beim Bricklink, nämlich das Einstellen. Du gehst einfach bei Bricklink über die Suche, gibst die Setnummer ein, hast dann die Möglichkeit auszuparten, gibst dann die Anzahl der Sets ein. Wir hatten sogar insgesamt 21. Ich habe dann nämlich noch ein Set, wo ich schon die Figuren rausgenommen habe, nochmal hinzugefügt. Dann kannst du eingeben, ob der schon die Preise vorberechnen soll, nämlich zum Beispiel den Durchschnittspreis der Verkäufe der letzten 6 Monate. Das habe ich hier mal gemacht und dann bin ich jetzt einfach manuell nochmal die Teile durchgegangen und habe geguckt, welche Teile möchte ich selber behalten, zum Beispiel für Mox, oder welche sind grundsätzlich interessant. Welche Figuren möchte ich rausnehmen und welche Teile möchte ich zu bestehenden Lots dazu addieren. Das habe ich ein bisschen manuell gemacht. Gleichzeitig habe ich auch noch geprüft, welche Teile sind für mich unwirtschaftlich im Einzelverkauf. Ich will mir nicht zu viel Aufwand machen und Teile, die 1-2 Cent bringen, möchte ich nicht im Einzelverkauf hauen. Die habe ich dann in Bulks gehauen, in so 20er, 21er oder 10er Chargen. Nachdem ich gleich auf Upload Items geklickt habe, sind die Teile im Shop verfügbar. Ihr seht jetzt, was mir das Ausparten dieser Sets sozusagen in Summe bringt. Finde ich einfach interessant. Kann man dann kalkulieren. Es ist halt auch immer die Sache, ob wirklich alles verkauft wird, ob wirklich diese Gesamtsumme da erzielt wird. Und das sind ja auch die Durchschnittspreise. Die Preise variieren ja alle auch. Ich möchte noch ein riesengroßes Dankeschön an Patrick, also Bricks Just For Me, ausrichten. Wir hatten einen coolen gemeinsamen Tag, haben ein bisschen Bricklink-Kram erledigt, ein bisschen über Lego gesprochen, haben schöne Unboxings gedreht und haben dann zusammen auch ausgepartet. Wir hatten mir ein bisschen geholfen, dass ich so ein bisschen die Basics auch bei Bricklink verstehe. Deshalb an dich nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ihr habt noch die Möglichkeit, bis zum 20. Juli bei uns zu bestellen. Danach macht der Shop eine einmonatige Sommerpause und wird geschlossen sein, da ich da unterwegs sein werde im Norwegen.
Ich werde da bestimmt irgendwie auch noch das ein oder andere Video auf dem Zweitkanal posten, den ich jetzt noch ein bisschen pushen möchte. Schaut da sonst auch mal gern vorbei, falls ihr ein bisschen euch fürs Thema Vanlife, Bulli und den ganzen Kram interessiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Bauen, beim Shoppen, beim Reisen und wir sehen uns dann im nächsten Video.